So Leute, Servus auf dem Wilas Channel. Ja, ich bin gerade in der Garage und heute bauen wir mal so ein paar eloxierte Bling-Bling-Sachen an und noch so ein bisschen andere Kleinteile. Und was genau wir anbauen, das zeige ich euch jetzt. Ja genau, die ersten Kleinteile habe ich ja schon gemacht. Das ist jetzt ein bisschen vor dem, wie ihr das Video jetzt seht. Aber das ist einfach wichtig, dass man das ganz am Anfang macht. Und zwar habe ich, hier sieht man die Kante ganz leicht, hier unten, eine Schutzfolie auf das Display geklebt, weil das so schnell verkratzt. Meine hat 1600 Kilometer drauf und leider ist hier unten auch schon ein Kratzer vom Vorbesitzer drin gewesen. Und da muss man sich nicht bemühen, also das geht echt richtig schnell, weil die das sehr empfindlich sind. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und das nächste, was wir machen, das geht hier um den Tankverschluss. Den finde ich so in schwarz lackiert. Leider, ehrlich gesagt, schaut der so ein bisschen billig aus, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Habe ich mir nämlich was bestellt. Und zwar habe ich mir hier so einen Aufkleber bestellt. Oh, falsch rum. Den hier, da steht 97 Duke auf. Und der, finde ich, passt eigentlich ganz geil hier rauf. Und dann sollte das Ganze nicht mehr so, in Anführungsstrichen, billig ausschauen. Tada, das Ding ist drauf geklebt. Das ist nämlich nur geklebt. Und ich finde, schaut mega geil aus. Viel besser wie vorher mit dem Schwarz. Also Tank, das funktioniert auch alles noch wirklich super. Den gerade mal aufgemacht. Das Einzige, was ein bisschen blöd zu verkleben ist, ist dieser äußere Ring hier. Aber ich meine, wenn man sich das so anschaut, auf jeden Fall geil. So, dann geht es weiter mit den Kleinteilen, besser gesagt. Die habe ich mir in AliExpress bestellt. Also das sind China-Teile. Die sind natürlich relativ günstig und ich weiß auch nicht, ob die passen. Also da müssen wir jetzt mal schauen. Zuerst verbauen wir jetzt den Deckel. Ausschauen tut der wirklich mega gut und mega hochwertig. Das ist quasi der Ölfilterdeckel, den machen wir jetzt als erstes. Und ja, ich hoffe, dass er passt und dicht ist. Wenn nicht, dann habe ich wohl Pech gehabt. Dann kommt wieder der Originale hin. So, wir fangen jetzt mit dem Ölfilterdeckel an. Vorab, ich hoffe, dass da jetzt, ich habe nämlich das Öl nicht abgelassen, darum steht hier auch so eine kleine Wanne drunter. Ich hoffe, dass da jetzt nicht so viel rauskommt. Das hält sich wirklich in Grenzen. Genau, und jetzt müssen wir halt schauen, dass der neue passt. Den O-Ring müssen wir hier mit übernehmen. Am besten auch einen neuen nehmen. Allerdings nehme ich den alten, weil es wirklich, wie gesagt, das ist jetzt gleich übermorgen der neue Kundendienst. Von daher nehmen wir da jetzt mal den alten. Also passend tut er. Okay, es schaut schon ganz gut aus. Dran ist er, ist auch alles dicht. Also das war jetzt wirklich eine Quick and Dirty Aktion, aber finde ich, schaut echt ganz gut aus. Von der Weite dann so. Und ich meine, für 10 Euro, was das Ding gekostet hat, kann man da wirklich nichts sagen. Und jetzt bin ich schon mega gespannt, wie die anderen Kinderteile passen. Also die kriegen auf jeden Fall einen Daumen hoch. Genau, und des Weiteren haben wir hier noch hinten die Kettenspanner. Also bei dem bin ich mir eigentlich sicher, dass er passt. Bloß wie wir den auf die Achse drauf kriegen, da ist zwar ein Gewinde drin. Also bin ich wirklich gespannt, ob das passt. Wäre natürlich mega geil. Das schauen wir jetzt zusammen, ob das dann passt und ob das empfehlenswert ist, sowas in China zu kaufen. Weil wir müssen ja die Achse rausnehmen, habe ich hier jetzt meinen Tire X. Den habe ich schon bei einem anderen Video vorgestellt. Das Ding ist nebenbei ultra geil und gerade wenn man alleine ist, hilft es einem wirklich hart. So, genau. So, fest ist er, der gute Tire X. Der fixiert jetzt nämlich mein Hinterrad und ich kann dann die Achse rausziehen, ohne dass mir einer helfen muss oder halt, dass das Rad nach unten kippt. Also das ist schon ziemlich geil. So, das ist jetzt das Achsendstück und ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt da runterkriege. Ich werde das jetzt mal probieren ohne Kamera, ob ich das irgendwie runterkriege. Und dann melde ich mich mal noch mal kurz. Die Achse ist wieder drin. Ich habe das hier auf der Seite nicht hingebracht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich würde vermuten, es ist geschraubt. Ich krieg's auch nicht runter und ich will auch die Achse nicht kaputt machen. Nachdem das Motorrad ja eh zum Kundendienst muss, werde ich mal den Händler fragen. Vielleicht können die mir das montieren und wenn nicht, dann ja, habe ich wohl Pech gehabt, weil es schaut nämlich mega geil aus. Ich habe es jetzt mal auf der anderen Seite montiert. Auf der Seite habe ich es montiert und das passt auch echt gut. Da ist es nämlich einfacher. Da wird es nur aufgesteckt
Und ich fände es mega geil, ja, wenn das alles so aussch, also wenn das drüben auch so ausschauen würde, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Ja, vielleicht ergibt sich das ja beim Händler, wenn, dann sage ich euch das auf jeden Fall. Vielleicht hatte ich einfach nicht das passende Werkzeug. Hier die nächsten China-Teile und zwar einmal den Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter. Leider steht da jetzt 97 Adventure drauf. Im Internet stand, dass da 97 Duke drauf steht. Allerdings muss ich sagen, ich kann damit leben und der Deckel kostet halt nicht mal die Hälfte von dem, was der Powerparts-Deckel kostet. Und dann habe ich mir noch eine Öleinfüllschraube quasi bestellt. Da ist auch schon der O-Ring drauf. Also ich bin mal gespannt, wie das dann so passt. Und ich würde sagen, die Schrauben wird es auch noch an. Wir fangen jetzt mal hier mit den Einfüllstutzen an. Bei Gewinden bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. So, den hebe ich natürlich auf, weil weiß ich nie, falls der andere doch nicht passt und so. Also ich bin jetzt echt gespannt, ob er passt. Jetzt mal hier ganz vorsichtig. Okay, lässt sich auf jeden Fall super reinschrauben. Gut, drauf ist er. Ob das jetzt zu 100% dicht ist, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich werde das dann mal testen und ich werde eh alle Teile erstmal testen und dann werde ich euch nochmal berichten, ob die jetzt gehalten haben oder nicht. Und dann geht es hier oben zum Bremsflüssigkeitsbehälter. Allerdings langt hier mein Stativ nicht jetzt. Darum schaue ich mal, dass ich das jetzt immer so Step by Step dann mache. Also jetzt schrauben wir erstmal hier die drei Schrauben auf und dann nehme ich euch wieder mit. Wichtig, da gehört die Dichtung rein, die im alten Deckel sitzt. Die habe ich jetzt eingebaut. Die sitzt schon mal ganz gut und jetzt schauen wir mal, wie der Deckel dann sitzt. So, Deckel ist drauf. Passt wirklich perfekt. Also ich bin positivst überrascht. Ich hätte damit jetzt nicht gerechnet, dass der so perfekt passt. Also es ist auch alles erstmal dicht. Ich werde das jetzt natürlich beim Fahren testen und mein Schlussfazit, da sage ich dann, ob die Teile dicht sind oder nicht. Aber von der Passgenauigkeit 1 zu 1 wie aus dem Powerparts-Katalog. Also da bin ich ja echt positivst überrascht. So, ja, hinter mir steht die 97 Duke und ich habe ja gesagt, ich gebe euch ein Endfazit. Ich habe die Teile jetzt schon etwas länger montiert, ungefähr 2 Monate. Und ich muss wirklich sagen, es fehlt sich gar nichts. Die Teile sind dicht, es hält alles wunderbar. Ja, ich bin wirklich positiv überrascht, weil die Teile halt einfach viel, viel günstiger sind wie die Original-KTM-Teile. Und ja, von mir geht eine Empfehlung raus. Und ja, wenn ihr noch Fragen zu den Teilen habt, schreibt es unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, lasst den großen blauen Daumen da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf Wiedersehen.